Dabei kann man aus und mit dieser Kälte durchaus was machen, wenn man die richtige Idee hat. Normalerweise ist mit Tennisanlagen im Winter ja nicht viel anzufangen, aber jetzt haben sich die Betreiber vom Tennisclub Dillenburg-Manderbach eiskalt darüber hinweggesetzt. Das ist die 17-jährige Gymnasiastin Sarah Piscator vom Tennisclub Manderbach. Schlagkräftiges Mitglied der Juniorinnenmannschaft, die in der Kreisliga A startet. Sarah verfügt über eine hervorragende Vorhand, die im Winter allerdings nur selten zum Einsatz kommt. Kein Wunder, wird ihr Center Court bei Minusgraden doch zweckentfremdet. In Manderbach, einem Ortsteil von Dillenburg, wird der Tennisplatz zum Eisstadion. Eis macht Spaß, macht aber auch jede Menge Arbeit. Zunächst mussten erstmal die Leitungen enteist werden, um dann den Platz zu vereisen. 3 Tage lang wurde der Tennisplatz bewässert. So entstand eine 1500 Quadratmeter große und 5 cm dicke Eisfläche. Und Sarah muss sich nicht mehr als verrückt erklären lassen, wenn sie jemandem im tiefsten Winter erzählt, ich gehe mal auf den Tennisplatz. Denn das machen in Manderbach viele. Sehr viele. Also es ist mal was anderes. Im Sommer stehen wir hier und spielen mit Schlägern und Bällen und jetzt fahren wir hier mit Schlittschuhen. Das ist eine Abwechslung, eine kalte Abwechslung, macht riesig Spaß. Bis es taut, ist die Eisfläche auf dem Tennisplatz die Attraktion rund um Dillenburg. Schließlich liegt die nächstgelegene Eisbahn 35 Kilometer entfernt. Besonders wagemutige Eisläufer hatten sich Winter für Winter auf dem Manderbacher Dorfweiher versucht. Doch das war richtig gefährlich, weil immer wieder Kinder aus dem Wasser gefischt werden mussten. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Damit die Kinder ganz einfach auf dem Eis nicht mehr einbrechen und die Eltern ihre Kinder sicher hier ins Schlittschuh laufen lassen können, haben wir uns die Idee hier ganz einfach ausgedacht, die 3 Tennisplätze hier zu bewässern und eine super Eisfläche herzustellen. Und somit hat man eine fabelhafte Sicherheit und das ist einfach ideal. Ideal und billig. Billig oder sogar kostenlos, denn der Obolus von 2 Euro für Erwachsene und 1 Euro pro Kind ist freiwillig. Kein Wunder also, die Resonanz ist gewaltig. An manchen Tagen kommen über 200 Leute und die Jugendlichen treffen sich hier fast täglich. Ja, wenn man hier hochkommt, das Erste, was man macht, man trifft Freunde, man unterhält sich mit denen, hat Spaß, macht ein bisschen Sport und ja, kann hier seine Freizeit ganz gut verbringen. Und so ist für jeden was geboten, für alt und jung. Die Mädchen werden zu Eisprinzessinnen, die Jungs zu Eishockey-Cracks. Und wenn's dann langsam dunkel wird auf dem Manderbacher Tennisplatz, dann wird's auch noch richtig zünftig. Da hat das rote Pferd sich einfach